Der Herbstmeister zu Gast im Schillerpark. Seit 8 Punktspielen ist IMO Merseburg ungeschlagen und führt die Verbandsliga-Tabelle mit 33 Punkten aus 15 Spielen an. Dieser Höhenflug sollte auch am Samstag beim SV Dessau 05 fortgesetzt werden. Die Schillerpark-Kicker hatten in den letzten 3 Spielen nicht mehr gewonnen und somit den Kontakt zur Tabellenspitze verloren. Den Bock ausgerechnet gegen den besten Angriff und die zweitbeste Verteidigung der Liga umzustoßen, eine schwierige Aufgabe. Unterstützung gab es vom Gästekeeper Christian Böke, der in der 4. Spielminute zunächst gut mitspielte, sich dann aber den totalen Blackout leistete. Sein Befreiungsschlag landete direkt vor den Füßen von Frank Wallach und der zieht trocken ab. Die frühe Führung für den SV Dessau 05 und das gegen den Tabellenführer. Für Wallach, der erst in der vergangenen Woche die Rückkehr in die Startelf feierte, das erste Saisontor und dann gleich so ein schönes. Im Anschluss die Dessauer bemüht nachzulegen, doch hier verpasst Bauer knapp. Der Tabellenführer nur selten im Dessauer Strafraum anzutreffen, wenn, dann wurde es aber sofort gefährlich. Ansonsten die Hausherren mit einem klaren Chancenplus, doch nach Bauer scheiterte auch Bittner an Merseburgs einzig festem Keeper. Seit Saisonbeginn ist die Torwartsituation beim VfB, sagen wir mal, übersichtlich. Dessau machte einfach zu wenig aus den sich bietenden Chancen. Gegen den Tabellenführer rächte sich das noch im ersten Durchgang. In der 30. Spielminute landete die Kugel bei Martin Schmelzer, der Doppelpass mit Pavel Pfeiffer und dann war sie dahin die Führung für die Hausherren. Pfeiffer wie Wallach mit seinem ersten Saisontor zum 1:1-Ausgleich. Die Antwort der Schwarz-Weißen ließ nicht lange auf sich warten. Castro dos Santos, der Torschütze aus dem Hinspiel, versucht's mit der Sonne im Rücken, doch wieder war Bölke zur Stelle. Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen, knapp 120 Zuschauer sahen hier am Samstagmittag eine unterhaltsame Partie. Auch der zweite Durchgang sollte dem in nichts nachstehen. Dos Santos auf der linken Seite bekam die Rot-Weißen zu keinem Zeitpunkt in den Griff und plötzlich war sie da, die große Chance zur erneuten Führung für Martin Sitte, sein Abschluss, aber kläglich. Vielleicht über rechts, mit dem Torschützen zum 1:0. Bülke unterlief Wallachs Flanke, Bittner mit dem Kopfball aufs leere Tor. Doch Kapitän Teichmann mit vollem Einsatz kratzte er das Leder von der Linie. Nach 67 Minuten die Merseburger mit Konterfußball. Brauner Pfeiffer, der zu scharf, doch Ziesche hatte mit diesem Schuss kein Problem. Wir zeigen Ihnen auch noch die nachfolgende Ecke, weil Pfeiffer hier das 1:2 nur knapp verpasste. Doch nur 3 Minuten später sollte Merseburgs Nummer 8 bereits die nächste Chance erhalten. Nach schlechtem Freistoß von Zilke ging wieder einmal alles ganz schnell. Kölzer und Bauer können Pfeiffer nicht stoppen und auch Dessaus Schlussmann bleibt diesmal nichts anderes als dem Ball hinterher zu sehen. Pfeiffer mit seinem 6. Saisontor zur Führung für den Tabellenersten. Zu allem Überfluss sah Dos Santos, Dessaus Flügelflitzer, in der 90. Spielminute noch gelb-rot. Nach dieser Aktion bekamen sowohl Gumbrecht als auch Dos Santos den gelben Karton zu sehen. Dessaus Nummer 7 hatte bereits gelb und durfte vorzeitig duschen. In den Schlusssekunden warfen die Hausherren noch einmal alles nach vorn, der Ausgleich aber sollte nicht mehr gelingen. Der SV Dessau 05 unterliegt dem VfB IMO Merseburg mit 1:2, eine Niederlage, die aus Dessauer Sicht durchaus vermeidbar gewesen wäre. Ja, wir haben es Merseburg nicht einfach gemacht, sagen wir so. Zweite Halbzeit haben wir Merseburg absolut top gespielt und dann doch nicht nur Dummheit durch eine eigene haben wir dann das 2:1 eingeleitet. Hätte, wenn, aber im Fußball ist es immer schwer zu sagen, ob da ein Tor fallen muss. Es war schwer, die Jungs haben alles gegeben. Ich muss sagen, wir hätten es verdient gehabt, hier mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und ja, mit den Torschancen, das ist so eine Sache. Entweder, manchmal klebt einer das Pech an den Stiefeln, das ist einfach so. Nee, Dessau hat heute ein gutes Spiel abgeliefert und wir haben mit Hängen und Würgen das Spiel für uns entscheiden können. War unterm Strich ein glücklicher Sieg, aber nicht unverdient. Naja, auf dem Platz muss man erstmal sehen, kann man nicht so gut Fußball spielen. Der ist normal für die Jahreszeit, also kein Vorwurf an den Gastgeber. Aber wir sind normalerweise eine Mannschaft, die über ein spielerisches Element kommt und das können wir heute nicht so umsetzen, diesen Bodenverhältnissen. Und deshalb hat uns wirklich das Leben auch schwer gemacht.